Hallo und herzlich willkommen im, Wald, eher Sturmwurf. Es ist jetzt genau 20 Jahre her, dass Lothar den Schwarzwald und generell Baden-Württemberg, muss man sagen, verwüstet hat. Natürlich auch noch andere Teile, sage ich mal, Süddeutschlands, hat auch ein bisschen was abbekommen. Aber vor allen Dingen hier unser Nordschwarzwald im Hintergrund, beziehungsweise da, war somit Hauptteil der Schäden, die der Sturm angerichtet hat. So, und nachdem das jetzt 20 Jahre her ist, ich muss hier mit Hutband rumrennen, sonst fliegt mir der Hut weg, habe ich gedacht, ich mache mal ein kleines Revival auf dem Lotharpfad, versuche mich einigermaßen kurz zu fassen, so ein paar Eckpunkte zum Lotharpfad und generell zum Sturm, was er so angerichtet hat, jetzt in circa 15 Minuten oder irgendwie sowas um den Dreh. Also, hier haben wir die Fläche neben dem Lotharpfad. Seltsamerweise steht da jetzt nicht wirklich Wald, sondern nur so einzelne Bäumchen. Wie man hier erkennen kann, da hinten ist wieder Wald. Das müssen wir im Hinterkopf behalten, weil die Fläche, die zum eigentlichen Lotharpfad ausgewählt wurde, da, jetzt hinter mir, ist schon wieder ganz ordentlich bewaldet. Das liegt nicht daran, dass die Unterschutzstellung als Lotharpfad die Bewaldung irgendwie auf magische Weise gefördert hat, sondern die Fläche, wo ich jetzt drin stehe, mit kaum Bäumen, ist ebenfalls umgekippt gewesen. Aber da drüben war bereits Naturverjüngung vorhanden. Hier nicht. Hier war also eine recht naturverjüngungsarme, um zu sagen, Naturverjüngung gar nicht vorhanden Fläche und da drüben sehr wohl Naturverjüngung vorher da. So ist auch zu erklären, weshalb eben das Gebiet Lotharpfad sich vergleichsweise schnell für eine Fläche wieder bewaldet hat, bei der man forstlich nichts gemacht hat. Denn, das ist das wesentliche Konzept, 1999 am zweiten Weihnachtsfeiertag, also vor 20 Jahren fast, ist noch ein paar Tage hin, aber ist halt der Sturm gekommen, hat Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 km/h Spitze auf den Hochlagen des Schwarzwalds gehabt. Hier hat es jetzt konkret niemand gemessen. Wir vermuten 220 km/h Spitze. Ab ungefähr 200 bleibt gar nichts mehr stehen. Sobald ein Sturm mit diesen Geschwindigkeiten über den Wald fegt, beziehungsweise durch den Wald, dann liegt der Wald, insbesondere wenn es sich um Nadelwald handelt. So, und danach hat man beschlossen, weil das hier eh schon ein Naturschutzgebiet war, man macht hier nichts. Man baut einen Bohlenweg, auf dem ich hier stehe, über das ganze liegende Totholz, über das komplette Chaos und lässt es einfach so liegen, wie es ist und wartet mal ab, was die Natur draus macht. Und jetzt, 20 Jahre später, sehen wir vom liegenden Totholz nur noch sehr, sehr wenig. Teilweise gar nichts mehr und haben stattdessen einen jungen Wald, der fast so aussieht, als ob er ganz regulär geförstert worden wäre oder aus Naturverjüngung entstanden wäre. Und was bringt uns jetzt diese Erkenntnis? Was lehrt uns das? Naja, vor allen Dingen, dass Aufforsten nicht zwingend immer notwendig ist, aber auch natürlich ist das kein Modell, was man im großen Stil auf das große Feld übertragen kann, weil es hätte Kalamitäten geben können, Borkenkäfer technischer Art. Das hier war ein Wald, das ist schon ein gewisser Mischbaumanteil drin gewesen. Trotzdem hat sich die Fichte größtenteils durchgesetzt. Also wir können Positives wie auch Negatives in Hinsicht auf das Nichtstun nach Kalamitäten, also sprich im Sturm oder sonstiger Katastrophe, hier erkennen. Und darum soll es gehen und ich mache mal 4-5 Stopps und erzähle jeweils mal eine kleine Kleinigkeit. Aber das mal zur Einführung, jetzt gehen wir ins Gebiet. So. Erster Stopp, Naturverjüngung bzw. natürliches Einbringen von Pioniergehölzen. Hier haben wir eine Birke hier hinter mir, da über meinem Daumen. Das ist ganz typisch, dass die grundsätzlich überall reinfliegt, weil sie sehr bewegliche Samen hat und sehr lichtausbreitungsfähig ist. Wenn viel Licht auf den Boden kommt, dann kann die Birke sehr schnell wachsen. Ist sie typischerweise, wann immer es irgendwo eine große Katastrophe gibt, irgendwann drin. Deswegen, gab es hier früher Birke? Nee. Gibt es jetzt Birke? Ja. Wird die Birke sich durchsetzen?
Nein, macht sie nie. Sie ist normalerweise für eine Generation da, verbreitet sich dann im Umfeld, hofft, dass es im Umfeld weitere große Schadflächen gibt, weitere große Sturmwürfe, wo sie dann wieder wachsen kann. Und bis da die eine Birkengeneration wieder durch ist, muss es wieder woanders irgendwelche Schadflächen geben. Normalerweise passiert das auch im groß genugen Umfang bzw. in nah genuger Entfernung zu den einzelnen Birken, weil sie wirklich eine große Ausbreitungstendenz haben. Durch Wind, ja, windverbreitete Samen, die können gut fliegen. Anderes System, dieses Ding hier, Wedel, Wedel, ja, sieht man kaum, aber dieser Strauch da unten, das dünne Ding, da, hier, jetzt, da, ne, alles im Winterzustand, ist die Vogelbeere, Sorbus aucuparia. Man kennt das Ding an den roten Beeren, aus denen man auch eine meiner Meinung nach nicht besonders leckere Marmelade machen kann. Ebenfalls ein Pioniergehölz, ebenfalls gleiche Ausbreitungsstrategie wie die Birke. Für eine Generation nach großem Schadereignis einen kurzlebigen Wald bildend, der auch nicht sehr dicht ist, weil sie viel Licht braucht, aber eine andere Ausbreitungsstrategie als die Birke. Weil sie kommt nicht mit dem Wind angeflogen, sondern die besagten roten Beeren, aus denen man schlecht schmeckende Marmelade machen kann, sind eben genau das, womit sie sich ausbreitet. Sie setzt auf Vögel als Vektor, wie man so schön sagt. Vogel frisst Beere, lässt den Inhalt der Beere, sprich die Samen, irgendwo fallen. Vorzugsweise irgendwo, wo der Vogel auch viel alternative Nahrungsquellen findet, was dann so eine freie Fläche wäre. Unsere Eberesche findet... oder Vogelbeere, gibt es viele verschiedene Namen für, findet ideale Wachstumsbedingungen vor und schwuppdiwupp ist sie da. Diese beiden Arten sind primär für einen Pionierwald, der nach so einem Schadereignis eintritt, prädestiniert und waren hier noch viel häufiger, bis, und dazu muss ich mich nur umdrehen, sich die Fichtenverjüngung immer noch durchgesetzt hat, weil Fichte auch gut darin ist, solche unbestockten Flächen wieder zu bestocken. Nicht so gut wie die anderen Pioniere, aber die Fichte war auch schon da. Fichtenverjüngung stand schon unten drin und außerdem war es vorher ein fichtendominierter Wald. Logischerweise, welche Samen liegen viel am Boden, wenn es fichtendominierter Wald ist? Fichte. Und das hat sie ausgenutzt. Und jetzt haben wir wieder einen fichtendominierten Wald. Allerdings in der nächsten Generation nach Katastrophe weniger Fichten dominiert. So etwa noch 60% Fichte. 40% anderes, na, lass es 65% Fichte sein. Weiter geht's. Jetzt mag der geneigte Zuschauer einwerfen, ich sehe hier aber nur Fichte, 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 Fichte. Wo sind denn die 35%, ne, sagen wir mal so, so ein Dreh, anderen Baumarten. Ja, die seht ihr nicht, weil es Tanne ist. Tada, hier, Tanne, das Tanne, das Fichte, ganz klar, oder? Bestimmung habe ich schon 27 Mal erzählt, aber für Kinder einfach mal reingreifen, die Tanne sticht nicht, die Fichte sticht. Ja, also die Fichte sticht, die Tanne nicht, so rum. Egal, jedenfalls, die Kinder lernen immer diesen schönen Abzählreim, der meiner Meinung nach blöd ist, weil man ihn genauso gut falsch rum aufsagen kann, dann klingt er immer noch richtig, die Tanne sticht, die Fichte nicht, wäre falsch, klingt aber genauso richtig wie die Fichte sticht, die Tanne nicht. Deswegen habe ich so mein Problem mit. Aber der Tannenanteil hier deutlich erhöht, jetzt auch im Generationswechsel, weitaus mehr Tanne hochgekommen, als hier vorher war. Für die geringen Entwicklungszeiten in einem Wald, ja, das dauert ja alles lange. Geringe Entwicklungszeiten heißt geringe Entwicklungsgeschwindigkeiten, meine ich natürlich. Das dauert ja alles sehr lange in einem Wald. Ist diese Veränderung in nur einer Baumgeneration normal bis eher flott? Gerade hier oben im Schwarzwald, wo es sowieso alles noch mal einen Ticken langsamer geht als unten in der Ebene. Nächstes Thema, Stammzahl pro Hektar. Das Gute ist, an einem solchen sich quasi urwaldartig ausbreitenden Wald, weil seit dem Zusammenbruch hier kein Mensch mehr was gemacht hat, urwaldartig muss man sagen, nicht Urwald, richtiger Urwald, das ist es nicht.
Da müsste die Baumartenzusammensetzung vorher schon gestimmt haben, damit es jetzt wieder Urwald wäre, was hochwächst. War ja nicht so. Aber schaut euch mal dieses Dickicht an. Das ist bemerkenswert, weil kein Förster könnte einen Wald so aufforsten. Das wäre viel zu dicht. Das würde man niemals hinkriegen, könnte man einfach nicht bezahlen, weil man müsste das ja alles säen oder pflanzen. Oder man setzt auf Naturverjüngung, aber selbst wenn man das macht, dann kriegt man nur in seltenen Fällen so ein Dickicht hin, wie wir hier jetzt haben. Das ist nahezu undurchdringbar. Ich möchte da nicht durchkriechen wollen. Und das hat schon auch wirtschaftlich interessante Aspekte, weil Holz ist da, auch wenn man überhaupt nichts macht. Aber hier stand schon Verjüngung vorher drunter. Ja, wir hatten hier keine 100% alles ratzekahl weg und Verjüngung gibt's nicht, Kahlfläche. Nochmal, das ist wichtig. So, sicher einer der beeindruckenderen Bilder, wenn man hier oben blicke, wenn man hier oben steht. Da drüben übrigens der Dunst. Ne? Hier hinten sogar ein klein wenig Licht, ist ordentlich düsig heute, insbesondere da hinten in Richtung Tal. Da ist Licht. Aber darum geht es mir gar nicht. Worum es mir geht, ist der Wald in diesem Bereich. Hier, das da. Sieht ziemlich genauso aus wie der Wald da jetzt hinter mir. Ha? Größentechnisch, höhentechnisch quasi kein Unterschied. Dichtetechnisch quasi kein Unterschied. Abgesehen davon, dass sie da jetzt speziell ein kleines bisschen gekahlschlagt haben, beziehungsweise ein Loch reingehackt, warum auch immer, ich weiß es nicht. Jedenfalls der Wald, das da hinter mir jetzt direkt, da hat man hinterher die Stämme rausgeholt nach dem Sturm. Da hat man, der ist halt normal bewaldwirtschaftet. Ja? Da hat man also ein bisschen versucht, Schadensbegrenzung zu machen. Allzu viel wird man da auch nicht gemacht haben, aber man hat es zumindest versucht. So, und dieser Wald da hinten, das ist eben der Wald um den Lotharpfad. Da hat man überhaupt nichts gemacht. Und wir sehen keinen Unterschied mehr heute, 20 Jahre später. Ja? Also gibt es schon Situationen, das kann man hier unbedingt lernen, wie oft die stattfinden, wie sehr man sich darauf verlassen kann und wie sehr man das verallgemeinern kann, das ist die große Frage. Aber es gibt Situationen, in denen nichts tun genauso gut ist, wie zumindest versuchen, irgendwas zu richten. Und ich persönlich bin der Meinung, sofern noch Verjüngung drunter steht und sich die Etablierung eines neuen Waldes wahrscheinlich bald einstellt, dann ist es auch nicht unbedingt notwendig, dass man da jetzt gleich irgendwelche forstlichen Maßnahmen jedes Mal unbedingt ergreifen muss. Aber das kommt auf einen Einzelfall ein und nur weil das jetzt hier so gewesen ist, muss das nicht zwingend bedeuten, dass wir jetzt in jedem Wald, der zusammenbricht, grundsätzlich nichts tun dürfen. Das ist ja auch gerade die aktuelle Debatte in der Politik, wie viele Milliarden und Millionen Euro das Land jetzt springen lassen muss zur Wiederaufforstung der Wälder nach den ganzen Kalamitäten durch den Borkenkäfer 2018, 19 eben entsprechend bedingt. Kann man sich sehr gut drüber streiten, haben wir an dieser Stelle ja auch schon ein wenig getan. So, weiter geht's. Auch noch spannend ist die Geschwindigkeit, mit der Totholz verrottet. Normalerweise sagt man, das ist die Standard-Faustformel, pro Zentimeter, den ein Baum dick ist, wenn er dann mal tot ist und man ihn einfach im Wald liegen lässt, braucht er ein Jahr. Soll heißen, ein 80 cm Durchmesserstamm braucht 80 Jahre. Was hat der? 65 cm Durchmesserstamm, vielleicht ein Ticken mehr, 68. Braucht 68 Jahre, bis er komplett weg sind. Jetzt sind 20 Jahre vergangen. Insbesondere das Kernholz ist schon erstaunlich gut weggewittert, wie man hier erkennen kann. Und das ist bemerkenswert. Also die Faustformel trifft hier oben nicht zu. Es geht erheblich schneller, was gut ist für den Wald, weil dann sind die Nährstoffe schneller wieder im System. Dann ist das auch gut für den Boden. Es bildet sich schnell neuer Humus, der gerade beim Aufwachsen eines jungen Waldes sehr hilfreich ist. Standortstabilität gleich dann höher. Es gibt jede Menge totholzbewohnende Insekten. Man hat hier im Nationalpark mal gezählt und ist auf 380 gekommen, die es im gesamten Gebiet gibt und die brauchen gerade sowas. Das heißt, das ist alles eine ganz, ganz tolle Sache. Aber
Ja, auch das kann man nicht verallgemeinern, weil das Totholz verrottet halt so schnell, wie es eben entsprechend Feuchtigkeit kriegt. Grundsätzlich gilt, ist es super trockenes Holz, freut sich der Käfer, geht der Käfer rein. Ist es super nasses Holz, freut sich der Pilz, geht der Pilz rein. Hier haben wir im Regelfall eher nasses Holz, das heißt, der Pilz geht rein. Was kann der Pilz? Holz zersetzen. Deswegen geht es hier oben logischerweise ein wenig schneller, als man das an irgendwelchen trockeneren Standorten im Tal vermuten dürfte. So, noch ein paar Worte zur Baumartenzusammensetzung hatten wir schon am Anfang, aber jetzt ist ja ein Mischmasch aus Tanne und Fichte vorhanden. Man macht nichts. Was wird sich langfristig durchsetzen? Die natürliche Bestockung für hier oben wäre eigentlich Tanne mit ein bisschen Buche. Ein bisschen Buche ist hier bisher mau. Ja, man hätte eigentlich vermuten können, dass vielleicht etwas mehr Buche auftaucht nach dem Zusammenbruch. Das ist aber nicht passiert. Tanne und Fichte waren zu dominant unter den Wachstumsbedingungen hier, insbesondere die Fichte, sodass kaum junge Buchen aufgekommen sind. Es gibt noch ein paar Altbuchen, aber junge eher nicht. Ne? Aber Tanne oder Fichte, wer macht das Rennen, wenn wir jetzt weiterhin nichts tun, wenn hier weiterhin kein Förster reinrennt? Und das ist der springende Punkt, die Fichte. Die Fichte verdrängt Tanne, wenn man beide zusammen auf einem ähnlichen Standort hinstellt, sofern sie es einigermaßen schafft. Langfristig gewinnt vielleicht dann doch irgendwann die Tanne, aber jetzt zumindest mal kurzfristig und in den nächsten Jahren, insbesondere solange sie beide noch nicht so hoch sind, dass sie regelmäßig umgeschmissen werden vom Wind, wird sich hier wahrscheinlich erstmal die Fichte durchsetzen. Eventuell schafft die Tanne ein Schattendasein unter der Fichte, im wahrsten Sinne des Wortes ein Schattendasein, weil da ist es ja schattig, und überlebt so lange, bis die Fichte das nächste Mal wieder umfällt, was unweigerlich früher oder später passieren wird, dann ist die Tanne sicherlich dominanter, wenn von ihnen ein paar stehen bleiben, denn die hat die deutlich stabilere Wurzel. Andererseits, der Boden hier gibt es nicht her, dass man mit einer stabilen Wurzel, egal wie stabil, besonders tief wurzeln kann. Deswegen wird das auf jeden Fall saumäßig spannend bleiben. Und auch wenn der Lotharpfad nicht mehr so spektakulär aussieht wie vor 20 Jahren, da sah es hier wirklich noch viel krasser aus und es war vielleicht sehenswerter für den Laien, bleibt er für die Forstwissenschaft ein extrem interessantes Untersuchungsobjekt und die weitere Entwicklung wird, ja, unglaublich spannend bleiben und sein. Und auch wenn hier nicht mehr so viel los ist und es irgendwann nach einem normalen Wald aussehen wird. In spätestens 10 Jahren, vermute ich, ist der Unterschied zwischen einem stinknormalen Wald, der 30 Jahre alt ist, nur noch marginal. Und damit möchte ich mich verabschieden. Das war ein kurzer Ausblick bzw. Rückblick auf den Sturm Lothar von 1999. Tschüss.